Eine Drohne des US-Militärs hat über der irakischen Stadt Bagdad eine UAP, Unidentified Aerial Phenomena, gefilmt. Von diesen Sichtungen gibt es einige, doch diese Sichtung kam ebenfalls vom US-Militär. Und sie gibt Hinweise auf eine von uns unbekannte Technologie. Oder ist diese Technologie der Menschheit bekannt, doch wird diese geheim gehalten? Die Aufnahmen stammen bereits aus dem Jahre 2022 und sie sind erst neulich durchgesickert. Was will das US-Militär vor uns verbergen? Warum diese Aufnahmen gleich zwei besondere Einblicke verschaffen, klären wir in diesem Video. Eine Reaper-Drohne über dem Irak machte im Mai 2022 Aufnahmen von einem unbekannten Objekt, das eine zylindrische Form aufweist. Die Aufnahmen sollen vom Militärangehörigen geleakt und dem Investigativjournalist Jeremy Corbell zugespielt worden sein. Im Moment hat unsere Regierung es offiziell als UAP bezeichnet, aber es ist nicht an die richtigen Stellen weitergeleitet worden. So Corbell. Offiziell weiß man nicht, worum es sich handelt. Man hat auch kein Interesse, es herauszufinden. Aber warum nicht? Weiß man, um was es sich handelt? Und will es durch Vertuschung vor den entsprechenden Behörden der US-Regierung geheim halten? Durch die Infrarotaufnahmen der Reaper-Drohne erlangen wir nicht nur einen Einblick auf das Fluggerät, wir bekommen auch einen seltenen Einblick auf das Antriebssystem. Die Bilder sollen beweisen, dass dieses Fluggerät von humanoiden Lebensformen geführt werden. Oder sind es doch echte Menschen und beruht diese Technologie auf einer irdischen? Kennen wir diesen Antrieb bereits aus den 1930er Jahren und stammt dieser aus Deutschland? Diese Bilder, die wir jetzt zeigen, sind nicht irgendwelche Aufnahmen von Augenzeugen, sondern die Aufnahmen einer 40 Millionen Dollar Kampfdrohne, die in erster Linie der Luftnahunterstützung, aber auch der Aufklärung dient. Doch was wir auf diesen Aufnahmen sehen, zeigt einen Antrieb, der nicht von Menschen gebaut wird. Mit anderen Worten, dieser Antrieb ist laut den physikalischen Gesetzen unmöglich. Werfen wir einen Blick auf herkömmliche Antriebe und wie sie sich auf Infrarotaufnahmen darstellen. Zuallererst schauen wir uns an, wie das Absehen durch so ein Nachtsichtgerät stattfindet und welchen Farbmodus es gibt. Zuallererst haben wir Black Hot. Das bedeutet, warme Bereiche werden schwarz dargestellt, kältere in helleren Farbtönen bis hin zu weiß. Vorteil dieses Modus, dass die Konturen des Wildes verstärkt dargestellt werden. Das ist jetzt hier aus dem Jagdlichen. Ne? Dann haben wir White Hot. Hier werden die warmen Bereiche weiß dargestellt. Kältere in Grau bis Schwarztöne. Das sind erstmal die zwei wichtigen für uns. Dann haben wir noch den Red Alert und es gibt natürlich auch weitaus mehr. Aber uns interessiert erstmal Black Hot und White Hot. So, dann schauen wir uns jetzt eine Aufnahme an. Die ist von einer Drohne eines Militäreinsatzes und das müsste Black Hot sein. Also hier sind schwarze Bereiche, sind warm. Schaut mal hier oben hin in die Ecke. Da kommt eine Rakete angeflogen. Ja. Also vorne, das ist warm, genau wie der Abgasstrahl. Ihr seht das. Ne? Der Abgasstrahl ist das Wichtige. Das wird schwarz dargestellt, ist also warm. Und die saust hier rüber und hinterlässt im Prinzip hier eine Spur des Abgasstrahls, weil es ist eine Rakete. Ja, so, hier schwarz, schwarz, sehr heiß. Ne? Schwarz, schwarz. Gerade diese Bereiche sind jetzt gut, die sind sehr heiß. Jetzt schlägt sie ein und natürlich die Detonation der Feuerball, das ist heiß. Ne? Schauen wir hier nochmal hin. Hier sieht man schön den Abgasstrahl und der ist warm. So, das war jetzt die Aufnahme Black Hot. Jetzt schauen wir uns mal White Hot an. Das ist jetzt auch wieder ein Militäreinsatz. Hier ist White Hot. Gucken, ob man es hier irgendwo... Nein, sieht man nicht. Also heiße Bereiche, warme Bereiche werden hier weiß dargestellt. Man kann es jetzt gut sehen. Hier, da laufen welche rum. Und Menschen sind natürlich warm. Wärmer als ihre Umgebungstemperatur. Ne? Die werden weiß dargestellt. Da sieht man es auch nochmal gut. Ne? Da steht irgendwie ein Esel oder eine Kuh oder sowas. Und es ist weiß dargestellt. Und jetzt habe ich mal eine interessante Szene rausgesucht aus dem US-amerikanischen Fernsehen. Und zwar wird da ein Polizeieinsatz gefilmt. So, und was sehen wir hier? Ne? Also es ist Trooper 2, wo wir sind, wann es aufgenommen wurde, um wie viel Uhr es aufgenommen wurde. Aber wir wollen mal gucken, was wir hier für einen Modus haben. Und hier ist WH, also White Hot. Das heißt, warme Bereiche werden hier weiß oder hell dargestellt. So, und hier kann man es wirklich gut sehen.
Der zieht hier lustig seine Donuts, dabei entsteht Wärme, also besonders hier vorne, und auch die Spuren auf der Straße sind warm. Ja, also er zieht da munter seine Donuts, die Wärmebildkamera von dem Hubschrauber hält da komplett drauf. Und wir sehen, das sind alles warme Bereiche, also white hot. Das ist ganz, ganz wichtig mal, dass man versteht, wie das Nachtsichtgerät oder das Absehen eines Nachtsichtgerätes funktioniert, bevor wir uns jetzt gleich die Aufnahmen von der UAP angucken. Jetzt hören wir da auch nochmal eben hin. You can see the hot spots on the wheels and the engine. Also wir sehen die heißen Bereiche von den Reifen und vom Motor des Fahrzeuges. Ne? Das ist genau das hier. The same technology can also be used to track the suspect. Ja, da stehen noch ein paar Schaulustige rum und hier überall, wo Wärme abgegeben wird, sind die Bereiche hell. Specs. Gehen wir mal weiter. Wie sieht denn jetzt ein Flugzeug aus beispielsweise? Das ist ja wichtig. So, und wir sehen hier tatsächlich, wo die Turbine, sie ist jetzt nach unten gerichtet, also was der Kampfjet da tatsächlich raushaut. Ne? Also es ist ordentlich heiß. So, wir sehen, dass hier das ganze Flugzeug ist erstmal wärmer. Es ist auch hier unten wieder zu erkennen, WH, also White Hot, gefilmt. Und hier hinten der Abgasstrahl, also es ist schon sehr, sehr heiß, was da rauskommt. Das ist ein Senkrechtstarter. Und hier ist er im Landeanflug. So, und also das ist schon, die Turbine erzeugt da ordentlich Wärme. So, und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Das ist ein Kampfflugzeug, welches in der Luft fliegt. Das ist wichtig, dass wir das mal als Referenz nehmen. Also wir sehen hier einen deutlichen Abgasstrahl. Und den sollten wir uns auch mal einprägen, weil der ist extrem wichtig. Also man muss sagen, das Cockpit, das Glas haben sie gut abgeschirmt, weil eigentlich der Mensch, der da drin sitzt, der ist ja auch warm. Aber das ist halt denen ihre IR-Technologie, dass die so möglichst wenig Signatur geben tatsächlich. Aber hier gut zu erkennen jetzt der Abgasstrahl. Ne? Jetzt schauen wir auf die Infrarotbilder der US-Streitkräfte. Das zylindrische Fluggerät weist Flugeigenschaften auf, die uns nicht bekannt sein sollen. Deswegen hat das US-Militär dieses Objekt als UAP, zu Deutsch unidentifiziertes Luftphänomen, eingestuft. Die Militärs gaben dem Flugobjekt den Namen Bagdad Phantom UAP. Wie verhält sich dieser Antrieb auf den Infrarotbildern der Reaper-Drohne? So, und das jetzt stark vergrößert, das sind die Aufnahmen von der US-Reaper-Drohne von US-amerikanischem Militärpersonal geleakt worden. Sie sind von Jeremy Corbell. Und was sehen wir hier? Als allererstes haben wir White Hot. Ne? Also ist das Absehen. Wärmere Bereiche werden weiß dargestellt. So, jetzt haben wir hier unten haben wir das Flugobjekt. Es ist schwarz, das bedeutet, es ist kühl. So, und hier sehen wir dahinter dann den Abgasstrahl. So, und der ist kälter als seine Umgebung. Also jetzt beispielsweise hier diese Flecken, die sich erwärmt haben über Bagdad. So, das bedeutet, er gibt eine Signatur, das hat einen Antrieb, dieses Gerät. Es gibt eine Signatur nach außen, aber das, was aus dem Fluggerät rauskommt oder das, was das Fluggerät erzeugt, ist tatsächlich Umgebungstemperatur beziehungsweise sogar noch ein bisschen kälter als die Umgebungstemperatur. So, anderes Bild hier auch nochmal zu sehen. Also es sind schon warme Bereiche, aber wie gesagt, ungefähr Umgebungstemperatur. Das sagt auch Jeremy Corbell darüber, dass er halt mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, was hier aus diesem Antrieb rauskommt, ist kalt. So, und hier sieht man es jetzt auch nochmal gut. Also das ist die Umgebungstemperatur. Die wird dunkel bzw. grau dargestellt und das ist dieser Abgasstrahl. Und der wird im Prinzip fast in derselben Farbe dargestellt. Das bedeutet, er hat nahezu dieselbe Temperatur wie seine Umgebung. So, und das ist natürlich sehr mysteriös, weil wir haben es eben gesehen. Wenn wir uns jetzt die anderen Infrarotaufnahmen nochmal angucken, die ebenfalls in White Hot sind, also hier ist deutlich zu erkennen, dass das doch sehr hell ist im Gegensatz zu hier, weil hier ist es, hier kommt es ja direkt aus dem Fluggerät raus, beziehungsweise wenn hier ein Triebwerk sitzt, müsste es ja hier am heißesten sein und nach innen halt immer kühler werden, so wie hier, ne? Schön weiß. Und nach hinten nimmt es immer mehr ab, bis es kühl ist und nicht mehr da. Genau wie hier bei unserem Senkrechtstarter. Hier sitzt die Turbine, die ist nach unten gerichtet und gibt nach unten natürlich auch den Strahl von sich. Das bedeutet, hier ist es extrem heiß, der Bereich ist sehr heiß und hier vorne ist auch nochmal sehr heiß. Und hier, das hat ein völlig anderes Verhalten. Das Flugobjekt besitzt eine Art Abgasstrahl, aber dieser ist nicht wie bei herkömmlichen Antrieben heiß, sondern soll sogar kälter als seine Umgebung sein. So einen Antrieb darf es nach irdischem Verständnis nicht geben, und doch zeigen die Aufnahmen der Reaper-Drohne solch einen Antrieb.
Doch schaut man genauer hin, dann kommt uns dieses Antriebssystem doch irdisch vertraut vor. Doch welches Objekt macht sich diesen Antrieb zu Nutzen? Meine Recherchen stellen mich täglich vor neue Herausforderungen und Probleme. Besonders, wenn ich so spezielle Sachen recherchieren muss, wie zum Beispiel Funktionsweise einer Atombombe, Anreicherung von Uran oder das letzte brisante Thema Giftgasangriff auf Deutschland. Wenn ihr sowas bei Google eingibt, dann geht irgendwo eine Lampe an und ihr seid irgendwo bei irgendeinem Dienst auf dem Schirm und die gucken mal genauer, was ihr da treibt. Das ist jetzt nicht unbedingt karrierefördernd. Ein guter Freund von mir ist in der Terrorabwehr tätig und er schreibt ständig E-Mails und guckt sich Terrorberichte an und. In den E-Mails taucht dann auf Terrorabwehr, Terror, Bomben bauen, Sprengstoffanschläge, Anschläge mit USB-Vs und. Jetzt wollte er in die Staaten reisen und die haben ihm das Visum verwehrt, weil er nämlich solche Suchanfragen gestellt hat. Ich selber muss beruflich oft in die USA reisen und nach Israel. Das sind die Länder mit den höchsten Sicherheitsanforderungen. Damit ich da auch weiter einreisen kann, dürfen meine Recherchen keinen Einfluss auf mein Berufsleben haben. Hier kommt CyberGhost VPN ins Spiel. Eine VPN ist ein virtuelles privates Netzwerk, was eure Daten verschlüsselt und eure IP-Adresse verbirgt und das Ganze durch einen sicheren VPN-Tunnel leitet. Manche Webseiten haben ein Geoblocking drin. Das bedeutet, ihr könnt aus Deutschland da nicht drauf zugreifen. CyberGhost entsperrt 35 beliebte Streaming-Dienste, wie beispielsweise Amazon Prime oder Netflix. Wollt ihr jetzt eure Lieblingssendung oder euren Lieblingsfilm gucken und da ist ein Geoblocking drauf, dann geht ihr ganz einfach auf euren Standort, beispielsweise Indien, und die Website denkt, ihr seid tatsächlich in Indien und könnt sofort eure Filme oder Serien gucken. Das Ganze funktioniert weltweit ohne Einschränkungen. Besonders für Leute wie mich, die ultra viel reisen beruflich, ist das ein absoluter Vorteil. Und ihr braucht dafür nicht mal irgendwelche Kenntnisse. Selbst Technik-Dinosaurier wie ich kommen da spielend leicht mit klar. Die App gibt es für alle gängigen Betriebssysteme wie Windows, Mac, iOS, Linux, Android, Smart TV und sogar Spielekonsolen. Ihr könnt mit einer App bis zu 7 Endgeräte benutzen. Das bedeutet, ihr könnt da auch Freunde und Familie mit reinnehmen. Die können es auch kostenlos benutzen, es sei denn, ihr habt natürlich 7 Endgeräte, dann nicht. CyberGhost VPN ist weltweit führend in der Privatsphären- und Sicherheitsbranche und wird am häufigsten auf Trustpilot empfohlen und hat dort 5 Sterne. Bereits 38 Millionen Nutzer weltweit vertrauen CyberGhost und haben Zugriff auf 8500 Server in 91 Ländern. Obendrauf gibt es auch noch 24/7 Support auf Deutsch. Habt ihr ein Problem, supporten lassen, Problem weg. Wollt ihr jetzt auch sicher und anonym im Internet surfen? Dann geht auf dem ersten Link in der Videobeschreibung. Und ich wäre halt nicht der Mackie von Auftraggeschichte, wenn ich nicht ein ultra geiles Angebot für euch rausgehandelt habe. Haltet euch fest. Ihr bekommt nur durch meinen Link 83% Rabatt. Das sind umgerechnet 2,03 € im Monat. Und obendrauf gibt es noch 4 Monate kostenlos. Ist das ein geiles Angebot? Solltet ihr mit dem Angebot nicht zufrieden sein, dann habt ihr 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. An der Stelle herzlichen Dank an CyberGhost für die Unterstützung meines Formates und für die Wahrung meiner Privatsphäre bei meinen Recherchen. Freunde, denkt dran, wer Privatsphäre für Sicherheit aufgibt, ist am Ende beides los. Die Glocke. Ein mysteriöses Flugobjekt, das unter der Herrschaft der Nationalsozialisten entwickelt worden sein soll. Bei diesem glockenförmigen Objekt handelt es sich um kein eigenständiges Flugobjekt, sondern um einen Antrieb für Flugscheiben oder besser bekannt unter dem Namen Reichsflugscheibe. Die Glocke soll sich die Antigravitation zu Nutzen machen und von dieser Kraft angetrieben werden. Und dieser Antrieb erzeugt entgegen aller Erwartungen keine heißen Gase, sondern ist kalt. Zeigen die Aufnahmen des US-Militärs eine Weiterentwicklung dieses Antriebes? Doch von wem werden diese Flugobjekte dann eingesetzt? Sind es streng geheime US-amerikanische Flugobjekte oder gar deutsche, die aus dem Unterland der Antarktis stammen, so wie Douglas Dietrich es in geheimen Unterlagen der US-Regierung gelesen haben will? Werfen wir einen Blick auf dieses zylindrische Fluggerät. Es weist weder Flügel noch Leitwerk auf und die Form kommt uns auch bekannt vor. Es erinnert stark an das sogenannte Andromeda-Gerät, das zum Transport von Flugscheiben gedient haben soll. Es gibt keinen einzigen Hinweis auf die Echtheit des Gerätes, aber der Mythos hält sich bis heute wacker. Es soll im Jahre 1943-44 entwickelt worden sein, zunächst oberirdisch, später in Untertageverlagerung. Es gibt diverse Sichtungen von unerklärlichen Luftphänomenen,
die dieselbe Form aufweisen wie das Andromeda-Gerät. Auch im Irak soll eine geleakte Aufnahme von den US Marines ein solches Gerät zeigen. Yo. Big vertical streaks. Something new to see aircraft in the skies above Iraq. But the web's alive with questions over footage, which seems to show something else. I have no idea what the hell they are. Earlier this year, a group of Marines saw something in their night vision they couldn't explain. Is that the main one over there? Yeah. They were used to seeing flares on the skyline, but this, they thought, was different. Man, that's weird. Let me see your light. Mostly dating from 1998, a triangular object over Baghdad that disappears as quickly as it arrives. Wird dieses Objekt wirklich durch Menschen oder humanoide Lebensformen gesteuert? Investigativjournalist Korbel will Beweise dafür haben. Dies ist ein sehr dünnes Objekt im Vergleich zu seiner Länge. Wenn Sie oben links schauen, sehen Sie, dass es in White Hot gefilmt wurde. Das bedeutet, dass der Hintergrund heißer ist als das Bild. Übrigens kann ich zu 100% bestätigen, dass dieses Objekt unter kontrolliertem Flug von links nach rechts über den Bildschirm geflogen ist. So Korbel. Er ergänzt, dass es nicht die Signatur von reaktionären Antrieben aufweist. Was es ist, weiß Korbel nicht und die US-Regierung schweigt zu dieser Sichtung. Sie hat bis jetzt die Echtheit weder bestätigt noch dementiert. Fakt bleibt, dieses Objekt besitzt keinen thermophysikalischen Antrieb. Doch wenn es kein herkömmlicher Antrieb ist, was ist es dann? Möglicherweise bekommen wir hier einen seltenen Einblick auf einen alternativen Antrieb, der damals als Glocke bezeichnet wurde. Die Glocke ist ein kupferfarbenes Fluggerät von etwa 3 Metern Durchmesser, dessen Kern ein futuristischer Antrieb mit einem elektrisch aufgeladenen Wirbel gewesen sein soll. Es soll im heutigen Polen in Ludwigsdorf nahe dem Projekt Riese erforscht und entwickelt worden sein. Es gibt gleich mehrere Theorien, wie die Glocke angetrieben werden soll und wofür sie genutzt wurde. Einmal durch Antigravitation, eine Kraft, die es nicht geben soll. Doch haben Wissenschaftler am Collider in CERN tatsächlich Hinweise auf ihre Existenz gefunden. Und einmal photonisch. Photonik ist ein Wissenschaftsgebiet, das die Nutzung von Strahlungsenergie, zum Beispiel Licht, umfasst, deren grundlegendes Element das Photon ist. Dadurch wurden die Moleküle des Rubinstäbchens angeregt, woraufhin manche von ihnen Lichtteilchen, sogenannte Photonen, aussendeten. Weitere Rubinmoleküle wurden so in Schwingungen versetzt, dass helle rote Lichtimpulse entstanden. Also genau jene Lichtemission, die durch die Glocke erzeugt worden sein soll. Zeigen die Bilder der Reaper-Drohne eine Weiterentwicklung eines solchen Antriebes? Haben wir durch diese Bilder einen Beweis erhalten, dass diese Fluggeräte intelligent gesteuert werden und bemannt sind? Viele ungeklärte Fragen. Eines bleibt sicher, es gibt diese Aufnahmen dieser unidentifizierten Luftphänomene und diese lassen sich nicht wegdiskutieren. Mit was für einer Technologie werden wir hier konfrontiert? Sind diese Phänomene sogar extraterrestrisch und statten uns diese Objekte aus fernen Galaxien einen Besuch ab? Die US-amerikanischen Geheimdienste beschäftigt dieses Thema schon lange und was sie dazu zu sagen haben, schockiert. Und jetzt, liebe Zuschauer, müssen wir uns fragen, sind hier Aliens im Anflug? 35 Kilometer nördlich von London, da hat eine Türkamera 3 mysteriöse Lichter gefilmt. Hier sehen wir es. Ja, die 3 Punkte am nächtlichen Himmel formen ein Dreieck. Und klar ist jedenfalls, in der Umgebung sollen zur Sichtungszeit keine Flugzeuge unterwegs gewesen sein. Lange wurde über solche Mutmaßungen natürlich nur gelacht, aber tatsächlich gibt es immer wieder mutmaßliche UFO-Sichtungen. Und jetzt hält sogar die Chefin der US-Geheimdienste, Avril Haines, für möglich, dass Außerirdische hinter den UFO-Sichtungen stecken, die von US-Militärpiloten gemacht wurden. Und das erklärt sie vor hochrangigen Regierungsbeamten. There's always the question of, is there something else that we simply do not understand that might come extraterrestrially? Ja, gibt es noch etwas, das wir einfach nicht verstehen, das außerirdischen Ursprungs sein könnte, fragt sie. Wir können hören und sehen, dass ihr das gar nicht so leicht über die Lippen geht, denn natürlich halten wir sowas für Spinnerei. Aber die Chefspionin der USA, die das FBI und die CIA beaufsichtigt, sagt ganz klar, dass sie außerirdisches Leben für möglich hält.
Erst im Sommer wurde ein UFO-Bericht des US-Verteidigungsministeriums veröffentlicht. Für 144 angebliche Sichtungen gibt es keine Erklärung des Pentagon. Jetzt hat die Direktorin aller nationalen Geheimdienste in den USA einen Knalleffekt geliefert, indem sie angedeutet hat, dass sie die Existenz außerirdischer, extraterrestrischer Aktivitäten am Planeten Erde nicht ausschließen möchte. Die sensationellen Aussagen kamen bei einer Podiumsdiskussion in Washington. Wirklich alles auf den Tisch müsse, dass es keine Version gibt, die ausgeschlossen werden könnte. Da haben amerikanische Geheimdienste eben jene spektakulären Sichtungen der letzten Jahrzehnte analysiert und versucht, die Hintergründe zu recherchieren. Dabei ist es besonders zu Sichtungen von TikTok-ähnlichen Fluggeräten gekommen, die rund um Flugzeug Träger und andere Flottenverbände gekreist werden, aber auch über Stützpunkte über Land. Und diese Tic-Tacs, und das wurde in vielen Videos festgehalten, agierten und manövrierten mit einer offensichtlichen Technologie, die laut irdischen Standards bisher völlig unerklärlich ist. Es gibt weitere spektakuläre Aussagen aus ehemaligen Mitarbeitern des Pentagons, darunter Luis Elizondo. Der sagte jetzt in einem Interview, dass Piloten ihm erzählt hätten, dass während den Begegnungen mit den Flugobjekten plötzlich die ganze Zeit durcheinander geraten wäre. Sie dachten an einen Zeitrahmen von nur 5 Minuten. In Wirklichkeit sind 30 Minuten vergangen. Erstaunlich allerdings, auch der Spritverbrauch des Kampfjets reflektierte eine Zeit von nur 5 Minuten. All das sind Gibt das möglicherweise jetzt auch wieder einen Hinweis auf die Glocke? Weil man sagt ja auch, die Glocke ist eine Apparatur für Zeitreisen. Bedeutet das, diese Glocke war da oder diese Technologie, Weiterentwicklung dieser Technologie war bei den US-Kampfjets und hat da tatsächlich die Zeit beeinflusst? Ich meine, einiges deutet ja darauf hin, ne? Wenn man diesen Aussagen der Mitarbeiter des Pentagons da wirklich mal Vertrauen schenkt. Fragen. Zuletzt gab es in Washington auch eine Pressekonferenz von Veteranen der Air Force, die berichtet hatten, dass nach Sichtungen unbekannter Flugobjekte plötzlich die Atomraketen ausgefallen wären, dass sie offline gingen. Das sagt ja auch Douglas Diedrich, dass diese Flugobjekte von den Deutschen in der Lage sind, Frequenzen, Funk etc. zu stören bzw. lahmzulegen. Also gibt das auch ein Indiz dafür, dass diese Raketen offline gingen, weil diese Flugobjekte da möglicherweise Funksignale beeinträchtigt haben, also gejammt haben? Podiumsdiskussion zu können, aber bisher steht nur eines fest, es gibt nach wie vor mehr Fragen als Antworten. Der Deutsche Bundesnachrichtendienst beschäftigt sich mit dem Thema. Erster Einblick in die kaum bekannten UFO-Akten des BND. Also in den USA, die gestehen hier offiziell ein, dass die US-Armee und die US-Marine über ihren eigenen Schlachtschiffen und Manövern Flugobjekte sichten und orten, die zwar technischer Natur sind und offenbar intelligent gesteuert werden, für die man aber noch keine ausreichende Erklärung hat. Zugleich sind sich die Geheimdienste dann aber sicher, dass es keine eigenen Geheimdienstobjekte und Projekte sein können und dass es auch keine Entwicklung anderer Staaten wie Russland und China sind. Eine endgültige Erklärung hat man dafür also nicht und dennoch oder gerade deshalb wollen jetzt die Geheimdienste, wie das Avril Haines ja angekündigt hat, aber auch die NASA eben UFOs weiter untersuchen und wollen schließen explizit die außerirdische Herkunft dieser Objekte nicht aus. Naja, also in Deutschland, da ist man noch nicht ganz so weit wie in den USA, wo das Thema jetzt wirklich auf allerhöchster Ebene diskutiert wird. In meinem Buch Deutschlands UFO-Akten, da zeige ich auf 450 Seiten die offiziellen aktuellen Positionen aus Politik, Militär, Geheimdiensten und Wissenschaft. Meist heißt es da offiziell, dass man diese Dinge nicht erforscht und dass man auch keine UFOs ortet. Tatsächlich, das zeigen aber dann die Akten von Ministerien, Militär, Geheimdiensten und auch Behörden, dass es dieses Interesse gibt. Und in meinem Buch habe ich diese dann auch erstmal zusammengestellt. Und diese Akten, die stammen auch aus ganz offiziellen Archiven und sind also keinerlei Fake News oder irgendwelche Verschwörungstheorien. Ich kann dann auch zeigen, dass UFOs durchaus auch von hierzulande, von staatlichem Personal, Soldaten, Polizei, Beamte, wie auch immer Behörden gesichtet werden und dass diese auch untersucht wurden. In Deutschland werden diese Phänomene leider noch nicht so ganz ernst genommen. Also sowohl politisch, militärisch, geheimdienstlich, aber natürlich auch nicht zuletzt wissenschaftlich und gesellschaftlich.
Ja, genau. Und da setzen wir an. Wir holen das Thema mal in den Fokus. Was haben wir da für Objekte wirklich zu sehen bekommen? Diese Objekte sind definitiv da, weil Behörden das wahrgenommen, aufgezeichnet haben und dem nachgegangen sind. So, und jetzt müssen wir rausfinden, aus welcher Ecke denn diese Flugobjekte kommen. So, und es deutet nun mal einiges darauf hin, anhand von diesem Bild- und Videomaterial, dass sie auf einer Technologie beruhen, die wir nicht kennen oder nicht verstehen. Aber es gibt wiederum Hinweise dazu, dass diese Technologie bereits in den 1930er Jahren von den Deutschen erforscht und entwickelt worden. Also die Parallelen sind da und sie sind auch nicht mehr von der Hand zu weisen. Das ist ja auch eine spannende Entwicklung, dass das auf allerhöchster Ebene stattfindet und eben nicht mehr in kleinen Kreisen und alles andere als belächelt wird in den USA. Aber das ist ja genau auch der Anspruch, den jetzt die Geheimdienste, Militär und US-Wissenschaftler, Avi Loeb ist ja Harvard-Astronom, der sich ja auch in die Richtung äußert, man will jetzt UFOs ganz gezielt daraufhin untersuchen, ob sie außerirdischer Herkunft sein könnten. Und das ist, finde ich, eine ganz spannende Entwicklung. Was denkt ihr über diese unerklärlichen Bilder? Hirngespinst oder doch eine unbekannte Hochtechnologie? Schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.